Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, liebe Freunde. So viele von euch sehe ich ja praktisch jedes halbe Jahr und ich freue mich immer, wenn ich bei euch sein darf. Unsere Frage heute nach der Sinnsuche in einer komplexer gewordenen Welt und dann das Unterthema gleich dazu genommen: Führt die Informationsgesellschaft zu einem Sinn- und Wertverlust? Diese beiden Themen miteinander zu verbinden, ist nicht ganz einfach. Ich denke, wir beginnen einmal mit der Frage des Sinns in einer komplexen Welt und schreiten dann von da aus dann in die Informationsgesellschaft. Zunächst einmal Komplexität. Dass die Natur ihre Probleme löst durch steigende Komplexität, ist nicht nur seit Teilhard allgemeines Wissen, angenommenes Wissen, sondern ist auch wohl heute dringlicher empfunden als je zuvor. Wir verdanken der Natur dadurch, dass sie ihre Probleme durch steigende Komplexität zu lösen versuchte, beginnend mit der chemischen Evolution über die biologische Evolution, unser Menschsein. Die Strukturen, die die Natur bildete, wurden immer komplexer, bis dann schließlich die Komplexität eines zentralen Nervensystems erreicht war, das in der Lage war, zu erkennen, dass es erkennt. Das ist sicher eine Art der Komplexität, die mit dem Entstehen des Menschen noch nicht zu Ende gekommen ist. Diese Komplexität geht jetzt als soziale Evolution immer weiter, dadurch, dass sich Sozialgebilde in immer komplexeren Strukturen vorstellen. Auch wir Menschen lösen, ganz offensichtlich, die weitaus meisten unserer sozialen Probleme durch steigende Komplexitäten. Dass wir jetzt versuchen, in Unternehmen, die auch ihre Probleme durch steigende Komplexitäten zu lösen versuchten, jetzt über Lean Management und Lean Production wieder etwas zurückzufahren in der Komplexität, macht die Sache nicht einfacher. Denn die Interaktionen, die beim Lean Management etwa auftreten, sind so komplex geworden, dass zwar die Struktur des Unternehmens an Komplexität gemindert wurde, aber die Komplexität der notwendigen Interaktionen massiv zugenommen hat. Wenn früher ein normaler Vorgesetzter 3, 4, 5 unmittelbare Mitarbeiter hatte, mehr waren es in der Regel noch nicht, so sind es dadurch, dass die Sache jetzt geleant wurde, sind es vielleicht 20 geworden. Und mit 20 Mitarbeitern ist beim besten Willen kein sinnvolles Führen mehr möglich, so wie es vergleichbar ist mit 5 oder 6 Mitarbeitern. Ich fürchte, dass wir uns totlehnen am Lean Management, denn wir sind als Menschen nicht in der Lage, und Führen ist ja eine Dienstleistung, die Führungsdienstleistung an die Mitarbeiter, an 20, 25 Mitarbeiter in ähnlicher Weise zu erbringen, wie das früher bei 5 oder 6 Mitarbeitern möglich war. Also, wir befinden uns jetzt in dem Zirkel, dass auf der einen Seite Komplexität abgebaut wird. Wir versuchen, Komplexität zu reduzieren, zumindest im ökonomischen Bereich. Gleichzeitig aber steigt die Komplexität massiv an. Wir können dem Gesetz der steigenden Komplexität nicht entgehen. Sie ist uns schicksalhaft vorgegeben. Zum Zweiten ist die Komplexität sicher auch dadurch heute dringlicher geworden, auch im Erkenntnisprozess und im Handlungsprozess und Entscheidungsprozessen, als die 4 klassischen Bereiche Ökonomie, Politik, Soziales und Kulturelles sich immer weiter durchweben. Politik und Ökonomie werden wechselseitig immer stärker voneinander abhängig. Massenarbeitslosigkeit ist kein ökonomisches und kein politisches Problem, sondern ist ein Problem, das beide berührt. Ist kein Problem, das nur Politik und Ökonomie berührt, sondern auch Soziales und Kulturelles berührt.
die Spaltung zwischen denen, die besitzen, und denen, die wenig besitzen, die Spaltung also in Arm und Reich, die wir ja eigentlich nur kannten von den Entwicklungsländern, trifft zunehmend mehr auch unsere Welt. Die Menge der Bedürftigen, der Sozialhilfeempfänger oder auch der verschämt Bedürftigen, die noch nicht einmal Sozialhilfe in Anspruch nehmen, obwohl sie es könnten, dürften, sollten, müssten nach dem Gesetze, nimmt eindeutig zu. Die Menge der Konkurse steigt seit 5 Jahren um Jahr für Jahr an und vernichtet massenhaft Kapital. Das sind nicht alles, bitte, das wäre falsch, das sind nicht ökonomische Probleme, das sind auch nicht nur politische Probleme und nicht nur soziale oder kulturelle Probleme, sondern hier wirkt tatsächlich Gesellschaft als eine, nicht mehr gespalten in Funktionen, die klar voneinander abzugrenzen wären, politische, ökonomische, soziale und kulturelle, sondern diese 4 Funktionen verweben einander, machen sich voneinander abhängig, durchdringen einander zu einer Einheit, die auch wiederum die Komplexität steigern lässt. Nicht, wenn ich klar separierte Einheiten habe, die nur kaum oder nur geringe Berührungspunkte haben, dann bleibt die Sache übersichtlich. Aber sie verliert ihre Übersichtlichkeit, sie verliert auch ihre intellektuelle Beherrschbarkeit und wird damit transrational, wenn sich diese großen Bereiche verschmilzen zu einer Gesellschaft, die so hoch entwickelt ist wie die europäischen Gesellschaften. Natürlich in früheren Zeiten, da macht die Einheit von Kultur, Politik, Sozialem und Kulturellem ganz unproblematisch gewesen sein. Aber nachdem sich diese 4 Säulen, zumindest nach der Französischen Revolution und den Folgen, als weitgehend unabhängig entwickelt haben, bedeutet das jetzige Zusammenfügen die Bildung einer Einheit, die transrational ist, die von uns rational nicht mehr beherrscht werden kann. Wie ja auch ähnlich die steigende Komplexität im Sozialen, die eben angesprochene, von uns intellektuell nicht mehr beherrscht werden kann. Das berühmte Beispiel ist das Beispiel der marktwirtschaftlichen Ordnung, die zweifelsfrei in ihrer Rationalität, menschliche Rationalität übersteigt. Das heißt, jeder beliebige Input, den wir geben, hat einen nicht vorhersehbaren Output. Im Politischen ist es nahe dran, ganz ähnlich zu werden. Ein Input gleich welcher Art in den Raum, in den Entscheidungsraum der Politik gegeben wird, führt zu Folgen, die wir nicht mehr übersehen. Das heißt, offenbar ist die Evolution des Menschen über den Menschen hinausgegangen, in konkreten sozialen Systemen sich objektivierend und manifestierend. Komplexität. Aber ein drittes, was sicher auch wichtig ist, um die Komplexität dieser Welt zu verstehen, ist das, was unter dem Schlagwort multioptionale Gesellschaft bekannt geworden ist. Diese Dinge, die 3, hängen sehr eng miteinander zusammen. Multioptional soll heißen, dass wir in jeder Situation vor einer Fülle von Optionen stehen, sei es angefangen im Unterhaltungssektor, welchen Fernsehkanal wir einschalten, das wird immer mehr, wie wir unsere Freizeit gestalten, die Möglichkeiten werden häufiger, werden mehr, wie wir die Art unseres Zusammenlebens gestalten, die Möglichkeiten werden immer mehr und häufiger. Und tatsächlich nimmt auch die Zahl der möglichen Berufe so zu, dass viele junge Menschen nach Abschluss der Hochschulausbildung oder auch der Schulausbildung vor der Vielheit der Berufe gleichsam kapitulieren und irgendetwas suchen, was ihnen gerade zufällig in die Hände fällt. Und deswegen haben wir so viele Lehrabbrecher und auch sicher so viele Studienabbrecher. Nicht die ganze Komplexität, die Menge der möglichen Berufe, nicht, die wird erst im Laufe der Ausbildung erfahren und dann wechselt nicht selten ein junger Mensch den Beruf oder die Ausbildung. Nicht unbedingt, weil er das andere für langweilig hält oder für überflüssig. Nein, sondern weil er etwas anderes für attraktiver hält. Und das ist in keiner Weise gesagt, dass nicht danach noch wieder etwas Attraktiveres entsteht. Multioptionalität, wo auch immer wir hinschauen. Nicht, ob das, wie gesagt, der Unterhaltungsbereich ist, der Berufsbereich ist,
die Gestaltung von menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen, die in sehr verschiedener Weise, auch Partnerschaftsbeziehungen, die in sehr verschiedener Weise gestaltet werden können. Alles dieses fällt unter das Wort von der Multioptionalität. Wir können in einer Weise unser Leben einrichten, die aber wegen der Komplexität der Multioptionalität uns oft genug lähmt. Das heißt, in dieser Komplexität, in allen diese drei, wie gesagt, die drei Stufen der Komplexität, einmal die evolutive Komplexität, zweitens dann die Komplexität durch die Verschmelzung, die Verschmelzungskomplexität und drittens die Multioptionalität, zwingt uns entweder, oder die meisten von uns, dahin, dass sie entweder die Nulloption wählen und vor der Menge der möglichen Alternativen einfach die Augen verschließen oder aber in die Resignation gehen. Diese beiden Alternativen finden Sie, ich will das jetzt nicht allzu genau so sagen, wie ich es sage, finden Sie etwa bei der jetzigen Bundesregierung, die in dieser komplexen Welt offenbar die Nulloption gewählt hat, und bei der Opposition, die Desorientierung gewählt hat. Als Beispiele. In der Richtung geht es jedenfalls. Ich will nicht sagen, dass diese Bipolarität voll ausgeprägt ist bei beiden Seiten, aber sie ist in Ansätzen da und erkennbar. Und so ist, nicht, wenn wir wirklich dann in dieser komplex gewordenen Gesellschaft nur noch diese beiden Alternativen sehen, Nulloption oder Desorientierung, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir in einer sinnlos gewordenen Welt leben. Denn Sinn ist genau da eingefragt, wo ich in einer multioptionalen, komplexeren Welt, die so komplex ist, dass sie transrational ist, meinen Weg dennoch gehe. Mein Ziel dennoch finde. Wenn keine Zielvorgaben da sind, wenn kein Stern leuchtet, dann ist, denke ich, ist die Wahl der Nulloption oder der Desorientierung fast unausweichlich notwendig. Nicht, dann kann ich entweder nur nach der einen oder nach der anderen Seite hin kapitulieren. Sodass also diese Suche in einer komplexer gewordenen Welt, in einer so komplexer gewordenen Welt, dass die Komplexität transrational geworden ist, von uns nicht mehr rational durchschaut werden kann und damit auch nicht beherrscht werden kann, sondern uns schicksalhaft vorgegeben ist, dann müssen wir wohl in dieser komplexen Welt jetzt uns einen Weg suchen, und dieser Weg wird gewiesen durch Wegweiser, auf die wir selbst aufgeschrieben haben, den Sinn unseres Lebens. Nun ist das Wort vom Sinn erst relativ neu. Es ist eingeführt worden im vergangenen Jahrhundert durch Diltai. Der fragt interessanterweise nicht nach dem Sinn des menschlichen Lebens, sondern er fragt nach dem Sinn der Geschichte. Hat Geschichte einen Sinn? Hat die Weltgeschichte einen Sinn? Oder ist sie eine Abfolge von zufälligen Ereignissen? Und er macht jetzt einen Rückgriff, der auch für unsere Sinnfrage nicht unerheblich ist, auf die Religionen und sagt, in den Religionen wurde der Sinn der Geschichte offenbar vor allen Dingen in der Reflexion der jüdischen Religiosität. Die jüdische Religiosität fand Jahwe als den Sinn seiner Geschichte. Die Jahwe-Erscheinungen sind wahrscheinlich nie so geschehen, aber die Reflexion auf die eigene Geschichte ist geschehen. Und in der Reflexion auf die eigene Geschichte fand das Judentum seinen Gott. Der Gott, der von sich sagt, ich bin, der ich immer bei euch bin. Jahwe. Es ist interessant, dass dieser Gott nicht identisch wurde mit dem Schöpfergott. Nein, sondern es ist der Volksgott gewesen.
Erst sehr viel später kam die Verschmelzung zwischen El und Jahwe zustande. Selbst zur Zeit Jesu war die wahrscheinlich noch nicht vollständig in Eins gekommen, der Schöpfergott und der Volksgott. Das Zweite ist dann auch das Christentum. Das Christentum sieht auch seine Geschichte vom Leben Christi beginnend hin auf Gottes Reich fortschreitend. Sieht also den Sinn der Geschichte im Fortschreiten, im Wachstum des Christentums hin auf das Gottesreich, auf das vollendete Christentum in Gottesreich. Aber gibt es auch einen Sinn der Geschichte ohne Rückgriff auf das Religiöse? Nun, die Frage heißt, die Antwort muss daraufhin wohl lauten, nein. Es sei denn, man nimmt mit Theja an, ja, wir Menschen haben einen Sinn zu erfüllen, nämlich etwas zu schaffen, was über uns hinaus wächst. Nicht? Ähnlich wie man ja auch die gesamte Evolution mit Sinn begabt sehen kann, dahingehend, dass immer steigende Komplexitäten erzeugt werden. Also haben wir die Aufgabe, steigende Komplexitäten zu erzeugen, die uns vielleicht einmal vernichten werden. Die steigende Komplexität, auf die wir hinlaufen, auf die wir hinkonvergieren, könnte etwa die eine Menschheit sein. Das wäre dann ein profaner Sinn unserer Geschichte. Sie wissen, dass New Age und andere, auch Théilien de Chardin, genau dahin die Menschheit konvergieren sieht und deshalb auch der jetzigen Menschheit einen Sinn vorgibt. Ob er den Milieu divin nennt oder wie auch immer, das ist sekundär. Entscheidend ist, dass diese Menschheit einmal zu einer Einheit, die eine neue Qualität bedeutet, zusammenwachsen wird. Und die ganzen Komplexitäten bekommen plötzlich für Théilien einen Sinn. Den Sinn nämlich der Erzeugung der einen Menschheit. Jetzt ist nicht mehr Gott im Spiel, sondern einfach die Gesetze der Evolution. Gehen wir mal fort vom Sinn der Geschichte. Obwohl wir ja, wenn wir uns eingebettet wissen in den Sinn der Geschichte, dann auch einen Sinn für uns selbst finden können. Dass wir eingebettet in den Sinn der Geschichte in unserem Leben diese Sinnvorgabe, die Geschichte hat, mit zu erfüllen helfen. Den Weg hin zu einer Menschheit. Aber worin liegt jetzt die Problematik, dass wir das nicht so leicht für uns existenziell vollziehen können? Zunächst einmal in der hohen Abstraktion, die darin liegt, uns eine Menschheit vorzustellen als eine neue Qualität, die verschiedenen Gruppierungen, Ethnien, Interessen, Werteinstellungen von Menschen, religiöse Vorgaben dann irgendwo eint. Dass so etwas irgendwann erkommen muss, ist zwingend, denke ich, notwendig. Das kann keiner leugnen, denn solange wie nationalökonomische Egoismen Umwelt verbrauchen, und zwar gleichsam als sei es ein freies Gut, ist es zwingend erforderlich, dass irgendwann mal eine Ökokratie auf dieser Welt dafür sorgt, dass die Nationalökonomie nicht sich Wettbewerbsvorteile dadurch verschaffen, dass sie möglichst viel Umwelt verbrauchen. Wenn diese Ökokratie nicht kommen sollte, diese Weltökokratie, die Konferenz von Rio angeregt hat, nicht, dann wird diese Welt, dann ist das Problem der Menschheit sehr bald gelöst. In 100 oder 150 oder 200 Jahren ist diese Erde weitgehend unbewohnbar geworden. Es ist nicht mehr genug trinkbares Wasser da, es ist nicht mehr genug zu essen da für viele. Und denken Sie bitte nicht, wir wären in Deutschland hier auf einer Insel oder in der Europäischen Union auf einer Insel der Seligen. Die Armutsmigration wird dazu führen, dass die Armut weltweit nivelliert wird. Es sei denn, wir bringen nach Osten unsere gesamte Armee mit Granaten und Stellung und die Franzosen machen das gleiche nach Süden hin über das Mittelmeer und lassen keinen rein.
Denn sonst geht es genauso, wir haben das mal beobachtet und das ist auch schön dokumentiert, beschrieben, ein Dorf in Mexiko, dem Deutsche, einige Seminaristen von mir, wollten da etwas Gutes tun, die dann haben einen eingetragenen Verein gegründet und haben dem Dorf geholfen, einem wirklich armen Dorf. Nicht? Sie haben eine kleine Schule gebaut, sie haben ein kleines Krankenhaus, ein 8-Bett-Krankenhaus, 8-Zimmer-Krankenhaus oder 8-Bett, ich weiß es nicht mehr, eingerichtet. Sie haben einen Arzt angestellt, einen spanisch sprechenden deutschen Arzt und zwei Krankenschwestern eingestellt. Sie haben ein paar Brunnen gebohrt, damit die Leute nicht nur Ziegen, sondern auch Rinder züchten können. Das Dorf war reich, genau ein Jahr lang. Danach begann der Zuzug aus der Umgebung, bis das Dorf wieder den gleichen Armutsstand hatte wie die gesamte Umgebung. Dieses Phänomen nennt man Armutsnivellierung. Durch Zuwanderungen wird die zweite Völkerwanderung, die uns ja das Altertum zu Ende brachte, wird diese Zuwanderung früher oder später die Massen ergreifen. Es werden dann nicht nur die 30% Armutsmigrationswilligen sein, die heute in den angrenzenden Ländern, etwa in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion vorhanden sind oder in Zentralafrika vorhanden sind. Es wird dann, wenn hier eine Umweltkatastrophe einbricht, und in Schwarzafrika ist es nahe dran, dass der Boden unfruchtbar wird, und was man da in Russland macht, oder besser noch in den anderen peripheren Staaten, selbstständig geworden Staaten der ehemaligen Sowjetunion, das wird auch dazu führen, dass es eine Umweltmigration gibt. Und wenn Bangladesch unter Wasser steht, dann gibt es auch eine Umweltmigration. Und zwar sind jetzt dann 100% der Menschen migrationsbereit, denn sie wollen leben. Also, in dieser konkreten Situation, die hochexplosiv ist und in den nächsten 20 Jahren immer explosiver werden wird, haben wir keinerlei politische, ökonomische, soziale, kulturelle Orientierung, sondern ich weiß nur, dass wir früher oder später eine Weltregierung brauchen, um irgendwie hier auch als Ordnungsfaktor einzugreifen, die zunächst mal sich in Form der Ökokratie Gestalt annehmen wird, aber dann auch darüber hinaus. Und wenn wir jetzt sagen, wir leben in einer Informationsgesellschaft, dann haben wir eigentlich schon die Software für eine Weltregierung gelegt. Die Hardware stößt sich an unseren Köpfen. Wir brauchen eine Weltregierung, wenn wir nicht im Unsinn der Vermassung, der Massenverelendung untergehen wollen. Nicht? Wir brauchen eine Weltregierung, weil anders der egoistische, national orientierte, wirtschaftliche Denken nicht anders reguliert werden kann. Jede Nation versucht sich Vorteile zu verschaffen durch Verbrauch von Umwelt, durch kostenlosen Verbrauch von Umwelt. Wenn das nicht sehr bald zu Ende geht, wenn wir nicht hinwachsen, dann auch auf die eine Menschheit hin. Und ich wollte nur gerade in der geforderten Ökokratie ein Signal setzen, wo es hingehen wird, hingehen muss, wenn wir überhaupt auf dieser Welt überleben wollen. Nicht? Und dass eine solche Ökokratie nicht ausschließlich Ökonomie verwalten wird, Weltökonomie verwalten wird, denke ich, das ist offensichtlich. Sondern sie wird sehr früher oder später auch andere Bereiche an sich ziehen. Etwa den militärischen Ordnungsbereich oder andere Dinge. Umverteilungsmechanismen von reichen Ländern in arme Länder und sowas. Um diese Armutsmigration oder gar Umweltmigration zu vermeiden. Schön, aber gehen wir jetzt mal von dieser Frage der einen Menschheit fort und fragen nach dem Sinn unseres persönlichen Lebens. Warum fällt uns, ich habe eben diese Frage schon mal eher rhetorisch gestellt, warum fällt es uns heute so schwer,
in dieser orientierungslos gewordenen Welt unserem Leben Orientierung zu geben. Das hat sicher was mit der Komplexität zu tun. Schauen Sie, in unsere Individualität, was wir sind und wer wir sind, wird in einer komplexeren Welt sehr viel schwieriger zu beantworten, als es in der einfach strukturierten, wenig komplex organisierten Welt der vergangenen Jahrzehnte der Fall war. Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich vor dem Anspruch der multioptionalen Welt? Wer bin ich eigentlich, wenn ich beherrscht werde von transrationalen Strukturen, deren Rationalität ich nicht mal durchschaue, geschweige denn lenken kann? Wer bin ich denn eigentlich? Wo bleibe ich? Das ist die Frage des Dackels an den Briefträger. Der kann ihn bestenfalls in den Bein beißen, aber nicht daran hindern, Briefe auszutragen. Es ist etwas über uns hinausgewachsen. Und wo bleibt da unser Sinn? Wie können wir uns in diesem darüber hinausgewachsenen Sinn geben, Orientierung finden? Wenn dieses nicht rational möglich ist, dann müssen wir uns zunächst mal völlig darüber im Klaren sein, dass unsere Sinnantwort, eine Sinnfrage gibt es nicht. Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist, wahrscheinlich hat Wittgenstein da recht, verschwindet im Tractatus Logico-Philosophicus, wenn ein, so meint er jedenfalls, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens beantwortet ist, merkt man, dass diese Frage verschwunden ist. Nicht aber, dass man die Frage nach dem Sinn des Lebens beantworten könne. Wir haben also in dieser Welt unsere Individualität weitgehend verloren. Unsere Individualität geht auf in der Kollektivität komplexer Strukturen, wird zu einem Schnittpunkt von Interaktionen oder Informationen. Wir sind, wenn wir wollen, Opfer dieser Informationsgesellschaft, informationsverarbeitend, jeder nach seiner Weise, gebe ich gerne zu, aber letztlich, was an uns interessiert, ist an erster Stelle die Informationen, die wir geben können. Das ist die wichtigste Dienstleistung geworden, das ist die wichtigste Funktion geworden, aber wo bleibe ich? Aber auch wo bleibt das Du? In einer Informationsgesellschaft, die strukturell die Information zu ihrem wichtigsten Element gemacht hat, bedeutet das, dass dann also auch die Funktionen Informationserzeugung und Informationsverarbeitung sind in dieser Gesellschaft. Man kann darüber streiten, ob unsere Gesellschaft schon zu einer Informationsgesellschaft geworden ist, aber es besteht die Gefahr, dass wir auf dem Wege dahin sind. Ich will nur in Parenthese anmerken, dass das Wort Informationsgesellschaft natürlich ein verbaler Missbrauch ist. Dieser verbale Missbrauch, das mangelnde Umgehen können mit Sprache, das ist sicher auch eine Folge der Komplexitäten, in der wir leben. Informationen entstehen und bestehen nur auf den Großhirnrinden von Menschen, auf dem Neokortex, auf den obersten Schichten des Neokortex von Lebewesen, die einen Neokortex verfügen, vor allen Dingen also von Menschen. Alles andere sind Signale. Was wir in die Welt, in der wir leben, ist eine Welt, die voller Signale ist. Die voller Signale ist im Sinne von Multioptionalität und von denen wir dann einige unter das andere auswählen können. Wenn wir es so rumsehen, und so müssen wir es sehen, denn wir empfangen immer nur Signale, die auf unseren Großhirnrinden zu Informationen verarbeitet werden, dann können wir durch die Selektion von Signalen auch eine Sinnbegabung des eigenen Lebens vorausgesetzt, in dieser Fülle der Signalüberflutung können wir dann doch Richtung finden. Wir können ja selektieren, wir brauchen ja nicht alle Signale aufzunehmen. Wir reduzieren die 10 hoch 9 Bit Signale pro Sekunde, die wir empfangen, auf 10 hoch 2 Bit Signale, die unser Großhirn zur Information verarbeiten kann. Reduzieren um den Faktor 10 hoch minus 7 schon.
um leben zu können, um überleben zu können. Was macht denn das menschliche Zusammen jetzt schwierig? Es wird schwieriger, weil die Menge der Signale, die ja auch vom Du kommen und das Du eingebettet ist in gesellschaftliche Bezüge, gleich welcher Art, in Aufgaben, Pflichten, Sorgen, Ängsten, Nöten, dieses andere Du, das ähnlich wie ich eingeborgen ist, eingebettet ist in solche Sorgen, Ängste, Nöte, Aufgaben, Pflichten, dass dieses andere Du sich mit meinem, dass ich Signale aussende, die das andere Du nicht akzeptieren kann und nicht verstehen kann, nicht Informationen verarbeiten kann. Wir haben früher mal davon gesprochen, dass wenn die Werteinstellungen, Erwartungen, Interessen, Bedürfnisse von Menschen verschieden sind, keine eigentliche Kommunikation zwischen diesen Menschen mehr möglich ist, es sei denn, es gelingt ihnen im Verlauf der Kommunikation auf Erwartungen, Interessen, Bedürfnisse und Werteinstellungen des anderen so einzugehen, dass eine gemeinsame Basis geschaffen wird. Aber dieses Schaffen der gemeinsamen Basis wird in dem gleichen Maße schwieriger, wenn nicht gar unmöglich, je komplexer unsere Welt wird. Und je komplexer die Vorgaben des Einzelnen sind und je multioptionaler sie sind, umso schwieriger wird es, dass zwei Menschen sich verstehen können. Einmal davon abgesehen, da wenn sie sich über Trivialitäten unterhalten, das wird immer verständlich möglich sein. Aber wenn sie sich über die Fragen unterhalten, und Marie-Louise hat das eben schon deutlich gesagt, dass Sinnfindung ein dialogisches Geschehen ist und dieser Dialog in der Komplexität immer schwieriger wird, dass die Sinnfindung immer in einer komplexer werdenden Welt immer schwieriger werden wird. Aber auch die anderen Bereiche, die unser Personensein ausmachen, also außer Individualität und Sozialität, die Welthaftigkeit, unser Verhältnis zur Welt, wird immer unübersichtlicher. Was können wir eigentlich mit Welt anstellen, was können wir nicht mit Welt anstellen? Nicht, wenn ich draußen jetzt rumschaue, dann sagt mir mein Sohn, können wir nicht mehr CO2 erzeugen, damit es endlich mal ein bisschen wärmer wird. Der sieht nicht ein, dass die letzten Winter ziemlich kalt waren, dass wir zu wenig CO2, er meint, es läge daran, dass wir zu wenig Kohlendioxid erzeugen. Weltweit gesehen ist diese Argumentation, wie ich versuchte ihm zu zeigen, etwas unsinnig, wenn auch nicht genau nachweisbar ist, wie viel CO2 tatsächlich durch uns Menschen erzeugt, einen Wandel in der Erdwärme, in der Erdtemperatur herbeiführen können. Denn wir wissen nicht, wie viel CO2, wie viel Kohlendioxid von dem Wasser, von den Weltmeeren absorbiert wird in verschiedenen Tiefen. Ja, unser Verhältnis zur Welt. Nicht, es ist doch immer jetzt nicht mehr die Welt, die wir draußen vorfinden, sondern es ist doch die Welt immer mehr, in der wir uns organisieren müssen, die von uns gemacht worden ist. Die Beziehung zur Naturwelt ist bei vielen Menschen untergegangen und sie hat sich begrenzt auf das Leben in einer Kulturwelt, auf eine Welt, die ein Gemächte unseres Hirns ist. Und dass diese Kulturwelt mit ihrer auch Erlebnisfähigkeit, die sie anbietet und Erlebnisbereitschaft, die sie fordert, dass diese Kulturwelt mit dieser Naturwelt nicht in eins zu bringen ist, habe ich eben versucht, Ihnen schon am Beispiel der Umweltbelastung zu zeigen. Wo ist jetzt aber die Grenze? Wie weit müssen wir uns an Naturwelt, wie weit an Kulturwelt orientieren, um überhaupt Welt definieren, bestimmen zu können? Was umfasst Welt? Unsere Welt, meine Welt, Ihre Welt. Was ist das eigentlich? In einer multioptionalen, komplex gewordenen Gesellschaft kann keiner mehr recht Welt definieren. Das heißt, es gibt Patentdefinitionen selbstverständlich, aber lassen wir uns davon nicht beeindrucken.
Nicht? Oder unsere Grenzhaftigkeit. Wir erfahren immer wieder neue Grenzen in dieser multioptionalen Welt, in dieser komplexer gewordenen Welt. Nicht? Das sind nicht die alten Grenzen, die wir sicher auch haben und die Grenzen unserer Körperlichkeit, die in unsere Körperlichkeit gegeben sind. Die Grenzen, die durch unsere auch Rationalität gegeben sind, die ja immer begrenzt ist. Ich habe eben schon darauf hingewiesen, dass es offenbar transrationale Strukturen gibt, die wir prinzipiell nicht erreichen können. Wir können vielleicht die allgemeine Relativitätstheorie verstehen, aber das was menschliche Gesellschaft ist, das wissen wir nicht. Die Soziodynamik hat im deutschen Bereich es noch nicht mal fertig gebracht, die Gruppendynamik relativ gut zu beschreiben, aber die Teamdynamik zu beschreiben. Fehlt. Noch nicht mal die Paardynamik ist sinnvoll beschrieben und ist offenbar transrational. Nicht, was in einer Partnerschaft, in einem Paar vorgeht an Beziehungen, an Beziehungsgeflechten, an Erlebnissen, die verarbeitet oder nicht verarbeitet worden sind, macht es uns unmöglich, einen Input hineinzugeben und sicher zu sein, was das für ein Output hat. Wir wissen es nicht. Auch schon allein eine Paarbeziehung liegt jenseits unserer Rationalität. Sie ist nicht voll rational zu erfassen, zu beschreiben oder gar zu steuern oder zu lenken. Unsere Grenzen im Sozialen, aber auch unsere Grenzen im Emotionalen, werden immer erheblicher, je komplexer die Weltstrukturen werden und eigentlich ja von uns auch komplexere emotionale Reaktionen einfordern würden. Nein, stattdessen schmilzt nicht nur bei Menschen, die die Nulloption gewählt haben oder die Desorientierung als Lösung gewählt haben, schmilzt die Möglichkeit des sich emotionalen Vorstellens immer weiter dahin. Die Alexithymie, also die Unfähigkeit, sinnvoll mit eigenen und fremden Emotionen umzugehen, ist die Krankheit unserer Zeit geworden. Und das nimmt auch keinen Wunder, denn wie kann ich sinnvoll Emotionen zeigen und mit fremden Emotionen umgehen, wenn die Komplexität, die hinter diesen meiner oder fremden Emotionen steht, so groß ist, dass ich sie rational nicht einholen kann und emotional erst recht nicht einholen kann. Alexithymie meint Stummheit der Seele. Also die Seele, die nicht mehr sprechen kann. Auch hier stoßen wir an Grenzen. Wo wir hinschauen, bedeuten alle fünf Parameter unseres Menschseins, Individualität, Sozialität, Welthaftigkeit, Grenzhaftigkeit und Geschichtlichkeit, bedeuten alle eins, nämlich eigentlich Desorientierung. Durch steigende Komplexität erzwungene Desorientierung. Nun, warum fällt es jetzt so schwer, in dieser desorientierenden Welt, Sinn zu finden, Sinn zu suchen, Sinn zu geben? Sicher dadurch, dass wir meinen, wir könnten jetzt rational dieser Welt Sinn geben oder unserem Tun wenigstens Sinn geben und wenn nicht sogar unserem Leben Sinn geben. Nun ist das, was bedeutet das, was ich tue, was ist der Sinn meines Handelns, subjektiv meist etwas Erreichbares, aber in seinen Folgen, in der steigenden Komplexität dieser Welt, nicht mehr Vorhersehbares. Ich kann den Erfolg meines Tuns nicht vorhersehen. Also, was hat eigentlich mein Tun für einen Sinn? Diese Frage geht sicher unter und ein, und ich will das dann auch in diese Frage ein- und untergehen lassen, damit wir auch noch etwas Zeit zur Diskussion haben, die Frage nach dem Sinn des Lebens, unseres Lebens. Auch er ist, wie gesagt, wie schon angedeutet, wesentlich transrational. Das heißt, wir können rational mit dem Mittel der Vernunft
Allein können wir unserem Leben keinen Sinn geben. Es gibt auch keine Instanz über uns, der liebe Gott, die Kirche oder wer auch immer, der unserem Leben Sinn geben könnte. Sondern das können, wenn überhaupt, nur wir. Und wie gesagt, transrational bleibt es allemal. Wenn ich mich dazu entschließe, den Sinn meines Lebens darin zu sehen, dass fremden Menschen kein Schaden zugefügt wird, also Sozialverträglichkeit meines Verhaltens und Handelns und Entscheidens vorauszusetzen, das ist ja immerhin mögliche Sinnvorgabe, dann frage ich und fragen mich auch andere, soll das denn der Sinn meines Lebens sein? Im Gegenteil, ich werde doch oft genug nur dann sinnvoll mein Leben gestalten werden können in dieser unüberschaubar gewordenen Gesellschaft, wenn ich auch meinen Nutzen gegen fremden Nutzen durchsetze. Das ist das Wesen unserer Wettbewerbsgesellschaft, dass ich eben dieses immer und immer wieder versuche, eigenen Nutzen gegen fremden Nutzen durchzusetzen. Also, was ist daran sozialverträglich? Die Sozialverträglichkeit ist, wenn man sie fordert, jede Rationalität übersteigend und jede Rationalität brechend. Sie ist sehr oft unvernünftig in dieser konkreten Gesellschaft. Wenn die Moral aber von der Sozialverträglichkeit definiert worden ist und wird, und es sollten eigentlich die moralischen Normen ja dazu dienen, in konkreten Gesellschaften sich sozialverträglich zu verhalten, wenn also Moral schon so definiert worden ist, sind wir auch am Ende der Moral. Denn permanent fordern diese Gesellschaften von uns sozialwidriges Verhalten, nicht dem Gemeinwohl dienendes Verhalten, sondern dem System dienendes Verhalten ein, dem sozialen System dienendes Verhalten ein und fordern uns damit in die eine unmoralische, nicht mehr das Gesamt betrachtende, sondern nur ein konkretes gesellschaftliches, soziales System betrachtende Weise des Verhaltens ein. Ein zweites steht zur Alternative, auch transrational, selbstverständlich. Und das ist die sogenannte goldene Regel, die in allen Religionen gemeinsam ist. Im Judentum, in drei semitischen Religionen sicher so wie in den, wenn man mal von Zoroaster absieht, in allen anderen Religionen vorkommt. Das ist die Regel, wie sie auch in der Bergpredigt von Jesus als das Zentrum der Bergpredigt formuliert worden ist. Verhalte dich mit anderen Menschen so, geh so mit anderen Menschen um, wie du willst, dass sie mit dir umgehen. Nicht? Oder in der negativen, pessimistischen Formulierung, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Jesus hat, wie gesagt, die optimistische Formulierung gewählt. Auch das, warum soll ich das eigentlich tun? Auch das widerspricht ja einfach der Rationalität. Ich muss gelegentlich anderen Menschen Dinge zufügen, die ich nicht will, die ich nicht gegen mich auch gelten lassen würde. Es geht nicht anders. Es fängt an von der Kindererziehung. Es geht hin bis zu Patienten und was weiß ich alles. Es geht hin zu Mitarbeitern. Nicht? Das Verhältnis von Vorgesetzten zu Mitarbeitern ist ja meistens auch nicht konvertibel. Und die Kommunikation, die zwischen beiden läuft, ist meistens alles andere als gleichwertig. Also wo wir hingucken, ist diese goldene Regel abstraktes Ziel. Und nicht transrational, sondern in vielen Situationen irrational. Wenn ich sie als ehernes Gesetz erhebe, dann ist sie allerdings transrational, überschreitet sie jede Rationalität. In der konkreten Wirklichkeit ist sie irrational. Nun, in der Unterüberschrift des heutigen Referats führt die Informationsgesellschaft zu einem Sinn- und Wertverlust. Da ist eine interessante Bemerkung drin oder eine bestimmte, eine Unterstellung, Insinuation drin.
dass die Informationsgesellschaft, eigentlich müssten wir also von Nicht-Informationsgesellschaft sprechen, denn dann wäre die tatsächlich nicht, wären wir ausgeliefert der Fülle von Informationen, und das sind wir Gott sei Dank nicht, denn wir können immer noch bei den Signalen so viel wegdrücken, dass die erzeugten Informationen, die wir selbst erleben, für uns noch ein erträgliches Leben in konkreter Komplexität gestatten. Also sprechen wir nicht von Informationsgesellschaft. Die Informationsgesellschaft wäre radikal und fundamental inhuman. Ich muss mich dadurch, dass ich bestimmte Signale, bestimmte Aspekte, die ich erfahre, selektieren können. Ich muss sie mit bestimmten Wertbesetzungen versehen können und das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden können, wichtig und unwichtig für mich unterscheiden können. So haben wir denn hier in dieser, also ich möchte nicht von Informationsgesellschaft sprechen, denn das impliziert, wie gesagt, schon eine Inhumanität, die gräußlich ist. Nicht? Wenn wir Menschen zu Informationsmaschinen, verarbeitenden Maschinen werden und aus diesen uns zur Verfügung stehenden Informationen neue Informationen erzeugen und darin unser Wesen sehen, die wesentliche Funktion unseres Denkens sehen. Nein, es ist nicht nur das. Also wir leben in einer Welt voller Signale, in der wir wählen können. Und damit haben wir auch schon einen Schritt getan, die beiden voneinander zu unterscheiden. Wert und Sinn. Wert ist etwas Gesellschaftliches. Ein Wert ist etwas von einer bestimmten Gesellschaft Erwünschtes. Es kann ein ökonomischer, sozialer, kultureller Wert sein. Es kann ein ökonomischer Wert sein. Jedenfalls muss es immer von einer konkreten Gesellschaft erwünscht sein. Ist also stets etwas Gesellschaftliches, Wert. Sinn dagegen ist immer nur etwas Individuelles und es gibt keinen kollektiven Sinn. Das ist der riesige Unterschied zwischen Wert und Sinn. Wenn wir in einer wertverlustigen Welt leben, und es sieht ja wirklich danach aus, dass zum Ende der Neuzeit auch die neuzeitlichen Werte, weil sie sich jetzt nicht mehr sozialverträglich darstellen, die ökonomisch-politischen, sozialen, kulturellen Werte, dass diese Werte langsam zu Unwerten werden, das heißt, sich nicht mehr sozialverträglich, sondern sozial unverträglich realisieren. Im Politischen sieht man das evident, im Ökonomischen sieht man es evident, Shareholder Value und ähnliche Schlagworte mögen hier eine Rolle spielen. Gott sei Dank, heute Morgen kam im Radio, habe ich zufällig gehört, man etwas Vernünftiges über Shareholder Value, nämlich das, was ursprünglich im Amerikanischen meinte, nämlich Mehrung des Unternehmenswertes, nicht Mehrung der Bilanz und der Geldmenge, der Hauptversammlung zur Disposition steht. Also der, Gott sei Dank. Das ist sicher Ziel eines Unternehmens. Darauf kommt es an, den Unternehmenswert zu steigern. Aber dieses geschieht in unserer konkreten Welt nicht sozialverträglich. Das betrifft nicht nur den Umweltverbrauch, das betrifft auch die Massenarbeitslosigkeit und andere Methoden, wie ich versuchen kann, den Wert des Unternehmens zu steigern. Nicht, kündigt ein deutsches Unternehmen an, es würde 2.000, 3.000 Mitarbeiter entlassen, geht die Aktie in die Höhe. Die Leute rechnen mit gesteigertem Bilanzgewinn wahrscheinlich und nicht unbedingt mit gesteigertem Unternehmenswert. Denn nicht die Kosten machen die Kostenleistungsrechnung vernünftig, sondern erstmal die vermehrten und verbesserten Leistungen. Das sollte eigentlich den Aktienwert bestimmen. Was leistet das Unternehmen und nicht was benötigt es an unter Umständen überflüssigen Kosten. Und das ist im Wort Unternehmenswert viel besser als im Wort von der Bilanz gefasst. Also Wertzerfall, ja. Bedeutet das Sinnzerfall?
Zunächst mal, nach all dem, was ich gesagt habe, müssen Sie sagen, ja, das bedeutet auch Sinnverzerfall. Das heißt, der Einzelne lebt in dieser Welt entweder in der Nulloption, er verweigert sich, oder den Ansprüchen dieser Welt, den Ansprüchen des sozialen, kulturellen, politischen, ökonomischen, auch des familiären, er verweigert sich. Oder er lebt in der Desorientierung und weiß nicht, macht mal rechts, mal links, mal geradeaus, ein paar Schritte zurück und weiß nicht, wo er sich befindet. Es wäre ja wahrscheinlich kein Live-Vortrag, wenn das Wort Biophilie keine Rolle spielte, und darauf will ich dann jetzt zu sprechen kommen. Ich meine, dass zwar auch hier wieder ein transrationales Element drin liegt, nämlich die Biophilie zielt ab auf die eine Menschheit. Sie ist nicht organisiert an konkreten Gruppen und nicht orientiert an konkreten Gruppen und deren Bedürfnissen, nicht an konkreten Gesellschaften, seien es ökonomisch, politisch, sozialer oder kultureller Art, sondern sie zweckt ab auf die gesamte Menschheit. Sie ist transsozial, sie übersteigt jedes soziale Gebilde und betrifft nur Menschen und niemals soziale Systeme. Menschen in sozialen Systemen, ja, aber niemals soziale Systeme, zunächst einmal. Fragen wir uns also, kann die Biophilie-Maxime, Sinn geben? Sie kann sicher Sinn geben, dann, wenn ich akzeptiere, dass diese Sinnbegabung mich in erhebliche Schwierigkeiten bringen kann mit konkreten sozialen Systemen. Denn deren Interesse, Bedürfnisse, Erwartungen und Werteinstellungen sind nicht mit Biophilie abgedeckt, sondern mit ihrem eigenen Nutzen, ihrem eigenen Bestand, ihrem eigenen Expansionswillen, der eigenen Beherrschung der immanenten Strukturen, vor allen Dingen der Komplexität der immanenten Strukturen, da kommt Biophilie nicht vor. Kein gesellschaftliches Unterfangen, das wir Menschen begonnen haben, ob das Familien sind, da vielleicht noch am ehesten, ob das Unternehmen sind, ob das Kirchen sind, ob das Staaten sind, ob das Parteien sind oder Gewerkschaften sind, das ist völlig gleichgültig. Alle wollen mit Biophilie nichts zu tun haben und denken auch nicht daran, was mit Biophilie zu tun zu haben, obwohl die Biophilie-Maxime am idealsten den Kantschen Imperativ einfordert, dass sie nämlich zur Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung werden könnte. Besser jedenfalls als der Artikel 1 Grundgesetz, der die Würde des Menschen praktisch als Maxime einsetzt, Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung einsetzt. Daraus ist nichts geworden in der gesamten Bundesrepublik. Kein Gesetz ist entstanden unter dem Anspruch der Würde, der Mehrung der Würde des Menschen. Biophilie könnte ein erster Schritt für jeden von uns sein, hin auf eine Lebensorientierung, die nicht mehr einzelne soziale Systeme im Blickfeld hat, sondern den Menschen, die Menschen als Menschheit. Wohl wissend, dass alle sozialen Systeme, in denen wir leben, mit Ausnahme der Familien, in aller Regel mit dieser Maxime nicht nur nichts anfangen können, sondern wir auch im Versuch, diese Maxime zu leben, notwendig in Konflikt mit nahezu allen Systemen gelangen. Es ist die Frage, sollte Teilhard recht haben, dass die steigende Komplexität, in diesem Fall die steigende soziale Komplexität, hin zur einen Menschheit führt und sich darin die Komplexität dann auflöst, im Entstehen dieser neuen Qualität einer Menschheit, dann ist die Biophilie-Maxime die einzige, weil alle sozialen Systeme transzendieren, die einzige, die ich kenne, die auf den Weg hin zu dieser einen Menschheit führt. Und wir müssen dahin kommen, wenn wir nicht als Menschen untergehen wollen. Ich meine, dass Kant in seiner Schrift vom ewigen Frieden diese eine Menschheit ja doch auch als Staatsform, als quasi Staatsform gefordert hat, dass er da etwas Richtiges gesehen hat.
wenn es uns nicht gelingt, zu einer Menschheit zusammenzuwachsen, das einzuholen, was im Sein schon immer da ist. Neben der Multioptionalität ist ja sicher die, alle möglichen, in allen möglichen Bereichen, nicht nur im ökonomischen Bereich, sondern auch im politisch-sozialen, kulturellen Bereich, auch die Chance wächst, sich an beliebigen Orten niederzulassen. Nicht ein Unternehmen kann sich niederlassen in Indien oder es kann sich niederlassen in Irland oder es kann sich niederlassen in der Schweiz oder wo auch immer. Und die Arbeitsplätze dahin verlagern. Darüber haben wir das letzte Mal uns einige Gedanken gemacht. Wenn ich aber global denke, in der Organisation konkreter sozialer Systeme, zum Beispiel bei den Großunternehmen, in der Chemie etwa, oder auch demnächst der Banken und der Versicherungen und anderer großer Unternehmen, wenn ich da global denke, dann ist ein Arbeitsplatz in Deutschland genauso wichtig und genauso nebensächlich wie ein Arbeitsplatz in Indien. Wir denken zunehmend global im Bereich der Ökonomie. Zugegeben in Deutschland erst in Ansätzen und Anfängen, aber wir beginnen. Es kommt darauf an, wir denken auch global immer mehr in Richtung der Politik. Nicht, wir denken in größeren Einheiten als der nationalen Einheit oder der ethnischen Einheit. Nicht, wir denken auch, das Kulturelle hat schon längst die Grenzen, wahrscheinlich als erstes die Grenzen, die nationalen Grenzen überschritten. Auch hier Globalisierung. Das Soziale, habe ich Ihnen schon angezeigt, wird auch, wenn auch vielleicht für uns in wenig wünschenswerter Weise, zu einer Globalisierung führen. Was ist aber, wenn wir im Bereich des Seins, des So-Seins, der Sachverhalte globalisieren, aber mit unserem Verstand, in unserem Bewusstsein dieser Globalisierung nicht folgen können? Dann wird der Zwang des Seins unser Bewusstsein früher oder später zwangsweise verändern. Ich glaube, dass Marx da recht hat. Ab einer Stelle wird unser altes Bewusstsein, das in keiner Weise globalisiert denkt, wird dieses allgemeine Bewusstsein vom Sein gezwungen werden, auch global sich zu orientieren. Das heißt, wenn wir eine Weltwirtschaft haben, wenn wir eine Weltpolitik haben, dann müssen wir auch ein Bewusstsein haben, das auf die Menschheit als Ganzes ausgerichtet ist. Ein globalisierendes und globalisiertes Bewusstsein. Und hier sehe ich präzise den wesentlichen Punkt einer von Weisheit, bitte nicht von Unweisheit, einer von Weisheit geführten Biophilie. Ich danke Ihnen. Der Kampf wider die Dummheit ist sicher einer der hoffnungslosesten Formen, die es im Kämpfen überhaupt gibt. Denn das Versuchen, seit es ein europäisches Denken gibt, die Philosophen ohne jeden Erfolg, ohne jeden erheblichen Erfolg jedenfalls. Wenn ich unter Dummheit nicht das Wenigwissen verstehe, das verstehe ich darunter nicht, sondern ich halte den Menschen für dumm, der nicht über die Qualität seines Wissens Bescheid weiß, das heißt, der seine Gewissheiten für wahr hält. Und der Kampf gegen dieses elementarste aller Vorurteile oder die Mutter aller Vorurteile, die ist nahezu so hoffnungslos, dass wenn ich versuche, in Unternehmen beratend einmal diese erste Redlichkeitsregel der Antike, sie wird normalerweise dem Sokrates zugeschrieben, von Platon jedenfalls Sokrates zugeschrieben, diese erste Redlichkeitsregel der Antike, nämlich sein Wissen, sein Meinen nicht mit Wissen zu verwechseln, also das, was man für gewiss hält, nicht für wahr zu halten, frei von Irrtum und Täuschung zu halten. Das ist das Wesen der Dummheit. Das ist das Wesen der gefährlichen Dummheit. Die Dummheit bleibt weitgehend ungefährlich, solange sie eben wenig Wissen beruht. Auf wenig Wissen beruht. Aber Dogmatiker sind die dümmsten Menschen dieser Welt. Dogmatiker, die also ihr Meinen für Wissen halten.
Das sind alle Dogmatiker, nicht? Das können ökonomische Dogmatiker, politische, soziale, kulturelle Dogmatiker sein, es können auch kirchliche Dogmatiker sein. Das Merkwürdigste bei den kirchlichen Dogmatikern ist ja, da sie keinerlei empirische Basis haben für ihre Thesen, es genauso viel Dogmen gibt, wie es Dogmatiker gibt und jeder seinen Kram für wahr hält und den jeder anderen für falsch. Ich meine, das denunziert ja schon den Wahrheitsanspruch von Dogmatiken aufs Herrlichste. Ja, wie kann man das tun? Wahrscheinlich durch die elementarste Form der Aufklärung, und zwar eine Aufklärung, die über sich selbst aufgeklärt ist. Das Sapere Aude, das habe den Mut, dich an deines eigenen Verstandes zu bedienen, das sicher auch ein wichtiger Aspekt, der wieder die Dummheit wäre und nicht einfach alles zu übernehmen, was in irgendeiner Zeitung oder einer Rundfunksendung gesagt oder geschrieben worden ist. Wenn dieses einmal aufgeklärt würde, das ist eine noch nicht über sich selbst aufgeklärte Aufklärung, weil sie wieder in den Irrtum führen könnte, hier besitze ich etwas Wahres, was Festes, etwas Endgültiges, am Ende auch noch Gültiges und dabei ist es immer vorendgültig, das heißt, es ist immer von Irrtum und Täuschung durchsetzt und noch nie haben Menschen irgendetwas gewusst, das sich als Irrtum und täuschungsfrei erwiesen hat, außer den Trivialbereichen. Also ja. Aufklärung, ja, Verbreitung einer über sich selbst aufgeklärten Aufklärung. Da hat die Konferenz von Rio versucht, schon einen Ausweg zu finden. Die Konferenz hat sich überlegt, dass die Hauptumweltbelaster die überzivilisierten und die unterzivilisierten Nationen, Volkswirtschaften sind, sagen wir es mal so. Und dass es zwischen denen einen Ausgleich geben muss. Nicht? Und es wurde dann eine solche Ausgleichsbank beschlossen, in dem dann die Nationalökonomien, die übermäßig an Umwelt verbrauchen, einzahlen müssen an die Nationalökonomien zur Stützung der Entwicklung der Nationalökonomien, die auch Umwelt verbrauchen, aber aus Armutsgründen zu viel Umwelt verbrauchen, während wir aus Reichtumsgründen oder auch noch mehr an Reichtum haben wollend Umwelt verbrauchen. Nicht eine solche Ausgleichskasse ist in Rio beschlossen worden. Das wäre ja schon der Anfang einer solchen Ökokratie. Die Amerikaner machen darin nicht mit und sagen, wir haben ja schon so eine Ausgleichsbank, die brauchen wir nicht. Das sind die beiden Bretton Woods-Institute, also die Weltbank und der Weltwährungsfonds. Und da die voll in amerikanischem Besitz sind, oder de facto voll in amerikanischem Besitz sind, würden die Amerikaner diese Ökokratie anführen. Und da sie selbst einer der höchsten CO2-Verbraucher der Welt sind, überhaupt auch Umweltverbraucher dieser Welt sind, kommt dabei nichts heraus. Nein, es muss schon eine neutrale Ausgleichsbank geschaffen werden, die wirklich als Grundlage ökokratischen Denkens funktionieren müsste, könnte. Ja, das Wort Vision 2000 und etwas Ähnliches ist natürlich zureichend abgegriffen, aber danke für deine Frage. Ich erlebe auch in den Unternehmen, die ich berate, es sind nicht sehr viele, weil ich mir das aus zeitlichen Gründen nicht leisten kann. Ich glaube, es sind halt 5. Ich mache das auch immer wenigstens 2 Jahre. Und dass zunächst mal Vorstand oder geschäftsführende Gesellschafter oder die Gesellschafter bzw. auch die Geschäftsführer entweder die Nulloption gewählt haben oder die völlige Desorientierung gewählt haben. Nicht die Nulloption meint, es bleibt alles so, wie es ist und es wird dann schon weitergehen, so wie es ist. Das ist die Nulloption. Nicht, oder die Desorientierung, man hampelt rum, kauft und verkauft und das ohne jede Orientierung. Das sind sicher die größten Schwierigkeiten auch heute im Unternehmensberatungsgeschäft. Es muss schon deutlich werden, um etwas zu bewegen, dass in einem Unternehmen eine realistische Chance besteht, die Kostenleistungsrechnung deutlich zu verbessern. Nicht? Das ist wahrscheinlich der einzige Motivator, um die Leute von die Vorstände oder
wen auch immer, von der Nulloption oder von der Desorientierung fortzubekommen. Wenn man sagt, hier gibt es einen Weg, auf der einen Seite die Leistung des Unternehmens zu verbessern und die Kosten zu senken und die Kosten-Leistungsrechnung als Ganze zu verbessern und diese Wege auch einleuchtend und konkret beschrieben werden, dann glaube ich, bekomme ich auch in ein Unternehmen Orientierung hinein. Ja, ich vermute, dass es geht, jedenfalls bei nicht wenigen Menschen, die ich im Seminaren hatte oder coache oder auch therapiere, einen Lebenssinn zu finden in der Biophilie. Ich glaube, wenn man sich abends hinlegt, vor dem Einschlafen fragt, was war heute eigentlich am Tage am ehesten biophil, wo habe ich denn eigenes und fremdes Leben eher gemehrt als gemindert? Und was war am wenigsten biophil, wo habe ich eher vielleicht fremdes Leben und eigenes Leben gemindert? Diese beiden Punkte fallen mir meistens gleich ein. Ich brauche ja nicht die ganze Skala alle meiner Handlungen und Entscheidungen durchzugehen. Nur die beiden Pole. Dann entwickle ich im Laufe der Zeit ein deutliches Gefühl für biophile Entscheidungen und biophiles Handeln. Ich glaube, dass diese Lebensorientierung vielen Menschen schon geholfen hat und hilft. Auf der Konferenz von Rio haben sich einige 2.500 Menschen getroffen, die bereit sind, so etwas zu verwirklichen. Wenn auch die Nationalstaaten mit ihrem nationalstaatlichen, nationalökonomischen, individualistisch und nationalökonomischen Denken stärker waren als diese Idealisten, die sich da in Rio zusammengefunden haben. Aber Rio hat etwas in Gang gesetzt, von dem ich hoffe, dass es niemals ganz untergeht. Einer meiner Freunde, der Klaus Leisinger, ein Professor in Basel, schreibt darüber Bücher und bringt damit eine Menge über das Dritte Weltinstitut der ZIBA in Bewegung, auch in mentale Bewegung, dass das in Deutschland, im deutschen Sprachraum, obwohl er im deutschen Sprachraum deutschsprachig schreibt, allerdings sind die meisten seiner Bücher übersetzt in fremde Sprachen, dass das im individuellen Denken etwas in Bewegung bringt, glaube ich. Allerdings sind seine Bücher auch so anspruchsvoll, jedenfalls was die Statistik seiner Überlegungen anbetrifft, dass sie nicht von allen verstanden werden. Die Frage ist, kann man das Problem, über das wir uns heute Gedanken machen und auch Rio sich Gedanken gemacht hat, so weit runterziehen, dass es ins allgemeine Bewusstsein der Individuen gerät. Und da glaube ich, das ist schon weitgehend erreicht. Die meisten Menschen im europäischen Kulturraum zumindest verhalten sich bewusst umweltverträglich. Sie schmeißen nicht alles beliebige fort, sondern gerade in Deutschland, wir Deutschen sind dafür berühmt, dass wir unseren Abfall schön sortieren und möglichst auch recyceln, ohne Wertminderung möglichst recyceln. Wir versuchen es jedenfalls und ich glaube, dass viele Menschen schon in der Richtung denken. Nicht alle natürlich, aber eine ganze Menge. Das Problem liegt nicht bei den Menschen, das Problem liegt bei den Unternehmen. Solange Umwelt ein freies Gut ist, das jeder beliebig sich aneignen kann, ohne was dafür zu bezahlen, wird sich dieses auch nicht ändern. Denn die Unternehmen kämpfen und im Wettbewerb. Und ein Unternehmen, das die Umwelt bezahlt, den Umweltverbrauch bezahlt, während es die anderen nicht tun, kommt in massive Wettbewerbsschwierigkeiten und wird wahrscheinlich früher oder später untergehen. Somit müsste also das freie Gut, das bisher als freies Gut verbrauchte Gut Umwelt, ein Wirtschaftsgut werden und da die Umwelt eben halt der ganzen Menschheit gehört, die intakte Umwelt und nicht einer Nationalökonomie, muss diese Verteilung des Wirtschaftsgutes Umwelt auch zentral von einer die Menschheit vertretenen Stelle verwaltet werden. Ob das die UNO kann oder eine Zweistellung der UNO, weiß ich nicht. Das müsste man mal überlegen. Nicht jedenfalls kann es so nicht weitergehen. Die Umwelt ist ein Wirtschaftsgut, das der gesamten Menschheit gehört und deshalb auch nur von einer Vertretung der gesamten Menschheit verkauft werden kann als Wirtschaftsgut. Ich denke, die Gedanken sind so eingängig und nahezu selbstverständlich, dass ich Schwierigkeiten habe,
dass man sie nicht verstehen könnte. Ich denke, die Hälfte der Gesetze sind überflüssig und die Hälfte der Verwalter von Gesetzen sind ebenfalls überflüssig. Und der Bundestag sollte sich nicht darin bemühen, der Ministerialbürokratie den Gefallen zu tun, immer neue Gesetze zu erlassen, die das Exekutieren der Exekutive nur noch leichter macht, sondern sollte sich mal hinsetzen und durchforsten, welches Gesetz ist überflüssig und welches streichen wir ersatzlos. Das wäre mal eine wichtige Aufgabe unserer Volksvertreter. Und dann brauchen wir dann als Zweites, warum müssen wir so viele Beamte haben, so viele Leute, die in der Exekutive haben? Wahrscheinlich kommen wir ähnlich wie die Schweiz mit einem Drittel aus.